zu einer Hafenrundfahrt durch die Fischereihäfen in Bremerhaven. Wir befinden uns hier im Fischereihafen 1, gebaut 1896. Die Fahrtrichtung eines Schiffes ist die linke Seite die Backbordseite, die rechte die Steuerbordseite. Wir haben hier an der Steuerbordseite das Bremerhavener Eiswerk. Hier legten die Fischereifahrzeuge an, bevor sie in See gingen, und nahmen ihren Laderaum voll Eis. Das ist aber kein Speiseeis, das ist eher was für ein Whisky. Nur die Stücke sind ein bisschen groß. Müsste man aus dem Eimer trinken. Das erlaubt mir meine Frau aber nicht. Andere suchen. Dann haben wir gleich weiter an der Backbordseite unser Fischereiforschungsschiff, die Walter Herwig 3 aus Bremerhaven. Da erkläre ich euch nachher auf dem Rückweg noch was dran. Ich glaube, der läuft heute noch aus, ansonsten morgen früh. Vielleicht, ich hoffe ja, dass er nachher noch hier ist. Wir kriegen nämlich Proviant und Getränke und so weiter. Die Schleusen sind zwischen 1923 und 25 gebaut worden. Sie hatten eine Länge von 100 Metern. Die eine Schleusenkammer ist 12 Meter breit. Die andere war 30 Meter breit. Diese Schleuse ist vergrößert worden, und zwar sichern. Dann wird das Boot von innen ausgehakt, saust über die Rampe ins Wasser, taucht kurz weg und kommt dann hoffentlich wieder hoch. Bei dem hier ist das ja keine Höhe. Das gibt Schiffe, da hängen die bis zu 25 Meter. Das ist schöner wie auf der Achterbahn, sage ich mal. Dann haben wir hier dieses graue Gebäude. Auch das war einmal eine alte Bremerhavener Werft, die Rickmerswerft. Auch diese Werft ist seit 1986. Wir sehen hier an der Bordwand diesen großen Schriftzug Irak Line. Und unter dem L, an der grünen Kante da unten, da seht ihr gleich drei so kleine Zeichen. Das sind Striche. Das ist für Sommer, Winter, tropische Gewässer, Süßwasser und Frischwasser. Diese runde Lademarke, die sehen wir an jedem Schiff. Diese Striche, die sehen wir nur an Schiffen, die auch die Genehmigung haben, in diesen Gewässern zu fahren. Denn jedes Schiff darf nicht auf ist. Eine meiner Töchter macht abends den Tresen und einer meiner Söhne den Matrosen. Die richtigen Containerschiffe, die haben ja gar kein eigenes Ladegeschirr mehr. Diese Schiffe laufen Häfen an, wo die großen Schiffe nicht reinkommen. Wir nannten sie früher Zubringer. Heute sprechen wir ja kein Deutsch mehr. Wenn wir uns morgen treffen, wir treffen uns ja nicht, wir haben ja ein Meeting. Ne? Und so ist das in der Seefahrt auch. Wenn ihr mal im Radio oder im Fernsehen, da sehen wir da gleich so eine Eisenschienen abstehen. Das sind Schlingerleisten. Das sind die Stabilisatoren für die seitlichen Bewegungen des Schiffes. Das heißt jetzt nicht, dass das Schiff nicht mehr schaukelt. Das schaukelt trotzdem noch. Aber vermindert. Wenn ihr mal in den Nachrichten hört, es hat sich ein Schiff im Eis die Schlingerleisten abgefahren. Das sind. Danke, dass ihr mit mir sprecht. Von hier aus verkauft worden, der eine hier läuft jetzt unter der Flagge von Litauen. Der hat hier jetzt für die Bremerhavener Kühlung. Und die haben hier eine ganze Zeit gelegen. Die sind verkauft von der eine dahin, der andere dahin. Da sahen die schon so aus, wie die jetzt sind. Und wie die gekauft haben, die haben nichts daran gemacht. Die sind gleich so an zu fischen gefangen. Darum sehen die auch so aus. Die haben in der DDR schon ein paar Jahre stillgelegt. Ja. Ich bin bei der Hapag gefahren, ich bin bei Bolton gefahren und dann
Und da habe ich auf der Türbing gleich. Aber da war ich, nicht so lange. Das war mir zu militärisch da. Super, da ging es durch. Ja. Ach so, ja. Warte, ich habe noch mal.